Ja, liebe Leute, ein Start in die neue Woche, eine neue lange Woche bei Let's Play Dirt 4. Heute ist die erste von jetzt insgesamt 11 Folgen hintereinander. Wir starten heute am Montag, für nächste Woche Donnerstag und dann geht's weiter. Wieder ist die Formel 1 wieder zu Gast hier auf meinem Kanal mit FS 2019. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Ich glaube, es müsste doch eigentlich eine Woche Pause sein. Oder warte mal. 8., 9., 10., 12., nee, mehr. Ja, es wird eine lange Folge. Es wird viel Dirt 4 jetzt auf meinem Kanal kommen erstmal. So, ja, wir starten rein in die Hölle von Norwegen mit dem nächsten Teil Nummer 3. Ich glaube, es sind sogar 18 Folgen hintereinander, aber ich weiß aber gar nicht, ob wir so viel hinbekommen, ob wir so viel noch für dieses Let's Play hier brauchen. Das ist natürlich auch noch eine große Frage, ne? Brauchen wir überhaupt diese 18 Folgen noch? Moment. Wir werden es sehen. Ja, auf geht's. Die Hölle Norwegens. Ja, gleicher Modus wie auch letzte Woche. 16 Teilnehmer, 4 Fahrer um die schnellste Zeit im Laufpunkte. Also, wir haben 4 Rennen, die wir dann fahren müssen. A, 4 Runden. Dann geht's, davon kommen die ersten 12 dann in ein Halbfinale. Und dann jeweils, glaube ich, die ersten. Die Sieger, glaube ich, oder die ersten 2 oder was ins Finale. Wir werden sehen, auf jeden Fall gleich. Gehen wir erstmal rein. Mit unserem Citroën DS3. Okay, konzentriere dich auf die Ampel. Naja. Versuch heute einen guten Start hinzulegen. Der Modus ist selbst erklärt, wie gesagt. Das zeige ich euch gleich, wie es läuft. Das ist Step by Step. Würde eh erklärt. Oh, mach dich bereit. So, der Auftakt zum Tag Nummer 3 aus Norwegen. Los, los, los. Los geht's. Das macht es auf jeden Fall schnell einfacher. Das Wetter macht sich nicht schlechter. Unsere Joker-Runde haben wir schon erledigt. Wenn da nicht mit dem Tag so bleiben soll, na, dann herzlichen Glückwunsch. Dann wird das eine sehr, sehr rutschige Angelegenheit hier. Wir haben unsere Aufgabe schon mal gemacht, aber wir sind auch unten letzten. Muss nicht völlig aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr rutschen, dass wir hier nicht immer an die Bande oder sowas rutschen. Der Fehler passiert immer wieder. Wie das hier eigentlich einen relativ guten Vorsprung haben mittlerweile. Also soll ja die nächsten Punkte folgen. Weitere 25, um den Gesamtsieg zu holen. Jetzt war Norwegen morgen gibt es nach Schweden weiter und am Mittwoch geht es dann nach Frankreich. Gucken, was dann am Donnerstag oder am Freitag passiert. Vielleicht Freitag, das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder kein Formel 1 von mir auf dem Kanal. Ich bin ja durch mit dem Rennen Abu Dhabi, ich werde keine dritte Saison fahren. Das ist privat. Lauf Nummer 1 geht mal richtig klar. Das war gute Arbeit.
Ja, bei dem ist Vettel definitiv. Aber coole Strecke, definitiv. Hat Laude gemacht, auf jeden Fall, doch. So, aufgepasst. Wir gehen weiter in den nächsten Teil. Qualifying Nummer 2. Also unten links stehen immer Informationen, wie es da gerade beim aktuellen Lauf aussieht. Mit dem Reglement. Also da könnt ihr auf jeden Fall nachlesen. Dann versteht ihr auch alles. Die Ampel ist rot. Lauf Nummer 2. Okay, der möchte also kuscheln. Mit der Ruhe. Reiß dich jetzt zusammen. Ja, es war nicht beabsichtigt, dass ich wäre. Das Wetter macht sich einfach auf. Die Strecke scheint ihren Namen verdient zu haben. Es ist zum Tag echt die Hölle zu fahren. Ja, aber wir tun unser Bestes natürlich. Runde 3. Da und dann geht der Lauf 2 auch an uns. Aber ich werde mal kurz tun, dass ich jetzt Ende fahren. Haben wir. Perfekt. Wunderbar. Lauf Nummer 2. Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. So. Können wir auch Lauf 3 heute entscheiden. Weiter geht die Reise. Rot, mach dich bereit. Los. Naja, ja, weiter geht's. Alle Fiesta kommt noch nicht, das habe ich jetzt gut. Ein Erfolg ist es der Mini. Sorry, da habe ich doch einen Tick mehr Grip auf der Außenbahn gefunden. Ah, einfach so laut in das Drift mit der Karriere. Gute Ausläufer hat, das heißt, du kannst auf jeden Fall schön rutschen lassen. Nicht zu weit, klar, aber man kann zumindest was versuchen. Ja.
geil ist das denn? Mach das laut. Der dritte Lauf sieht auch in Folge aus, aber natürlich muss das Rennen auch erstmal gefahren werden, die Leute. So, Lauf Nummer 3. Gewonnen. Gut gemacht. So, wie sieht das denn mit Lauf Nummer 4 aus? Also wir sind eigentlich so gut wie durch. Ich meine, jetzt wenn wir Letzter werden, sollten wir trotzdem unsere 28 Punkte noch holen. Ja, eigentlich müssen wir durch sein sogar mit dem Sieg. Mit 3 Siegen. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich auch Sieg Nummer 4 im vierten Lauf holen. Denn die wollen wir natürlich alle 6 Rennen gewinnen. Lauf Nummer 4. Bereit. Dann erkläre ich euch dann nach dem Halbfinalmodus. Los, los, los. Kurz vorbeigedrückt da vorne. Weiter geht die Reise. Und geht durch in Runde 2. Das Wetter hat ein bisschen was. Also erhöht auf jeden Fall den Fahrspaß. Alle Joker-Runden absolviert. Du hättest nicht mal meine Karte. Oh, ich bin einfach durchgerutscht. Keine Absicht. Gäbe es eigentlich eine Trophäe, wenn man in jeder Runde eine Joker-Runde fährt? In der Kurve. So, letzte Runde, ey. Diesen Lauf. Dann haben wir auch diesen Lauf für uns entschieden und holen uns hier die Das ist der Sieg. So. Ja, der Herr Löb mal wieder raus. Halbfinale, die ersten 3 aus jedem 7 Finale sind fürs Finale qualifiziert. Also, ich bin 6 Fahrer pro Halbfinale, also 12 Fahrer insgesamt. Und 6 davon, also die ersten 3 jeder Gruppe, kommen weiter. Gehen wir rein. Wir wollen in den 6 Runden, die jetzt wirklich anstehen, hier das Ticket fürs Finale. Die Ampel ist rot.
Los, los, los. Gar nicht, wir haben nicht gesehen. Ich bin halt nicht halt die Geniale. Auf das Auto bei der Joker-Ausfahrt. Immer mit der Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Mit der Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Ich weiß nicht, wie ich das rausholen. Aber Deutsch-Doppelführung, das wollte ich eigentlich damit machen. Und jetzt, wenn wir 10 Sekunden bekommen, ist es egal. Das ist jetzt, dass wir wieder rausfahren. Wir wollen natürlich den Halbfinalmodus hier lesen. Wir müssen einfach um diese ersten drei kommen gerne dabei. Müssen ihre Joker-Runde noch setzen. Du hast hinten links einen Reifenschaden. Scheiße. Das macht natürlich alles anders einfach. Du wirst von den Rennkommissaren überprüft, weil sie glauben, dass du vom Kurs abgekommen bist. Du könntest eine Zeitstrafe erhalten. Ja, das befürchte ich gerade nicht mal. Dein linkes Hinterrad ist bis auf die Felge abgefahren. Ich vermute, dass der Traum vom Finale gerade geplatzt ist. Dass wir jetzt irgendwie nach Hause rufen. Jetzt kriegen wir die Strafe noch oder müssen wir da gehen? Und rutschen wir noch oder fliegen wir noch raus? Die Rennkommissare haben dir eine Zeitstrafe für Kurvenschneiden erteilt. Aber trotzdem Führende. Wir sind durch. Wir stehen im Finale. Das war irgendwie der Wichtigste. So, jetzt heißt es Gewinn. Bereit. So, Auto ist wieder fit. Das heißt, ihr könnt auch mal 6 Runden gehen ins Finale und wir wollen jetzt nicht gewinnen. Los, los, los. Jetzt komme ich nicht mal rein in den Weg.
eigenen Szenario übergaben. Bleib ruhig. Jetzt würde ich natürlich jetzt gerne den Schritt machen. Jetzt brauchen wir Gott sei Dank nicht keine Hürde mehr fahren, deswegen muss ich diesen Weg nehmen. Okay, alles gut. Das letzte Rennen wir uns auf Tag 2 aus Norwegen. Ja, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Gott sei Dank haben wir so viel Vorsprung gehabt, dass wir heute doch mega voll Spaß für dass ich hier noch heute dabei sein dürfen. Oder jetzt im Finale dabei sein sollte. Wäre im Halbfinale schon Schluss gewesen. Da wäre die Folge ein bisschen kürzer gewesen, als ich dachte. Welche 2 und 3 müssen ihre Joggerrunde ja noch setzen. Ja, wir haben ja schon in Runde 1 absolviert. So, da ist der letztplatzierte. Wir können uns jetzt wahrscheinlich vorbeiziehen lassen, oder wir würden uns wahrscheinlich vorbeiziehen lassen müssen. In der letzten Runde. Das geht ja auch. So, da vorne sind 2 im Zweikampf. Aber nicht von so einer Baustelle. Wir können leider sogar das vom Mittelfeld zurück. Ne. Schade. Gewonnen. Gut gemacht. So, das war die Hölle in Norwegen. Wir haben sie überstanden. Und holen uns, wie gesagt, wieder 25 wichtige Punkte für die WM. Und mit dem Schwedenrennen geht es dann morgen weiter um 14 Uhr wieder. Bis dann und tschüss.